Ja, willkommen zu meinem Vortrag. Arne Spickert von der Firma Climate and Environment Consulting. Meine Co-Autoren sind hiermit aufgelistet. Das ist der Herr Wolfgang Enke und der Herr Frank Kreinkamp, der inzwischen für eine andere Firma tätig ist. Und ich werde was erzählen zum Klimawandel, Zirkulationsmuster, Extreme. Das ist ja ein Quintessenz eines Projektes, was in Sachsen gelaufen ist. Nun läuft die Tagung schon ein paar Stunden und ich sehe, die Augen werden so langsam glasig. Und mal gucken, wie viel Glasigkeit wir jetzt hier durch diesen Vortrag noch dazu tun können. Also, es gibt ein paar Schwerpunkte in dem Vortrag, ein bisschen Motivation soll es schon geben. Dann werde ich was zum Bezug von Zirkulationsmustern und Extremen sagen. Dann eine neue Art der Klassifikation durch multiple Korrelation, klar MUCO, schönes Wort. Extreme in Klimaprojektion, das wird dann ein anderer Weg sein, wie man versuchen könnte, sich den Extremen in Klimaprojektion zu nähern. Und als Herausforderung nach wie vor Emissionen, also Luftqualität und Zirkulationsmuster in Gegenwart und Zukunft, wenn es die Zeit noch hergibt. Ganz bisschen zum Kontext, gar nicht so sehr genau auf die Details schauen. Es ist halt nur so, dass gerade in Sachsen geht diese Zeitachse los, es gibt eine lange Kette von Vorhaben, die in Sachsen immer wieder angestoßen wurden, immer mit dem Hintergrund zu sehen, was ist im zukünftigen Klima und Klima für die Bedeutung für die Klimaanpassung und was tut sich da bezüglich zukünftiger Extremen. Das war also immer sozusagen der Grundakkord zu all diesen Vorhaben, ist eine schöne lange Kette und ich muss auch wirklich sagen, da ist Sachsen ganz hervorragend aufgestellt und auch immer wieder sehr motiviert gewesen, sich einen Wissensvorsprung zu verschaffen. Das ist schon lobenswert. Wir haben im Zuge dieser ganzen Vorhaben ein paar Erfahrungen machen können, und zwar eben, wenn wir das sich wandelnde Klima durch Zirkulationsmuster beschreiben, dann ist das was Wichtiges und was Relevantes, wobei wir uns immer in unserem Kopf ein Zirkulationsmuster so vorstellen, wie es eben damals Herr Hess und Herr Brzozowski zum Beispiel gemacht haben, ist eine Anordnung von Hochs und Tiefs, also Tiefs und Hochs, und das ist halt das Azorenhoch, das Islandtief, solche Dinge. Also eine Anordnung, ein Muster im Sinne von etwas, was ich auf der Karte sehe. Wir kommen später dazu, dass wir diesen Musterbegriff ein wenig verbiegen müssen, wenn wir uns den Extremen nähern. Diese Zirkulationsmuster sind auch gut, um Mittelwerte zu beschreiben. Wenn es um Extreme geht, dann sind wir mit den Zirkulationsmustern, nicht ganz so gut aufgehoben. Und deswegen haben wir eben in einem Vorhaben das Konzept der Muster novelliert. Wir nutzen dazu weiterhin die Informationen aus dem großräumigen Zirkulationsmodell, aus dem globalen Modell, aber anders als zum Beispiel bei VEREX, was eine Regionalisierung ist, wo also versucht wird, zwischen die Maschen zu gucken, machen wir in diesem Vorhaben gerade keine Regionalisierung, sondern gucken, was können wir aus dem großräumigen Feld, was uns ein globales Muster vorgeht, zu den Extremen lernen. So, CLIVET. CLIVET hieß das ganze Vorhaben, lief 2,5 Jahre. Zur ersten Phase, das ist schon so alt, dass ich schon vor 2 Jahren bei den Annaberger Klimatagen was dazu habe vorstellen können. Wir haben damals angefangen, eine Nutzerbefragung zu machen, also ihr, die ihr in den einzelnen Landesbehörden sitzt, welche Größen, welche Indikatoren, welche extremen Indikatoren sind denn für euch wichtig. Dann haben wir Wettersituationen identifiziert, die mit Extremen verknüpft sind, um auch mal von der Seite was darüber zu lernen. Das war immer noch mehr so aus der Anschauung geboren. Sagen zu Temperatur, Spätfrösten, Hitzewellen, Niederschlag, Wind, zur Luftqualität. Und wir haben auch versucht, mal abzuschätzen, wie leistungsfähig denn die bekannten Verfahren, also Hess-Brzozowski, Dittmann oder auch unser eigenes VEREX-Verfahren sind, bezüglich der, ich sage mal in Anführungsstrichen, Vorhersage von Extremen. Wir hatten ein ernüchterndes Resultat, weil sich im Rahmen von CLIVET, also wir haben umfangreiche Tests gemacht und was wir auch untersucht haben, ob es jetzt Kenntage waren, also wie viele heiße Tage, wie viele Tropennächte, ob es Niederschlag waren, ob es Schwellwertüberschreitungen waren, ob es die hohen Pegelstände waren, die Luftqualität, immer wieder ergab sich also eine nennenswerte Vorhersageleistung im Sinne von, wenn eine
Klasse eingetreten ist, also ein bestimmtes Zirkulationsmuster, dann gibt es eben auch viel hohe Pegelstände oder viel Niederschlag oder Schwerwertüberschreitungen oder sowas. Das ließ sich nicht wirklich gut ermitteln. Es gab einzelne Ausnahmen, die heißen Tage, da gab es einige Klassen von Hess-Potzowski, die ganz gut waren. Bei der Dittmann-Klassifikation, die hatte ihre Stärken, die orientiert sich ja auch sehr nach Strömungsverhältnissen, die hatte ihre Stärken beim Starkwind. Bei Verex 5 gab es ein paar Klassen, die ganz gut mit Eistagen, Heißtagen, Probentruppennächten verbunden waren. Aber die Krux war, es gab immer zu viele Gegenbeispiele. Das heißt, eine Klasse trat auf, irgendein Zirkulationsmuster mit einer Anordnung von Strömungen. Und trotzdem traten dann relativ häufig auch keine von den erwarteten Extremen ein. Das war das Dilemma. Und es verstärkte sich immer dann, wenn die Klassifikationen besonders viele Klassen umfassten, wenn der Braten sozusagen immer dünn geschnitten wurde. Das war bei Hess und Brzozowski und Dittmann, die haben also 29 oder über 40 Klassen. Und da war das eben ganz besonders deutlich zu sehen. Und das deckt sich auch mit Erkenntnissen einer Kostaktion, Kost 733, da ging es um die Vergleiche von Zirkulationsmusterklassifikationen, die stießen an dieselbe Wand. Das ist schon ein nüchternes Resultat, es schmeckt nicht wirklich gut, es ist ein bitterer Trank. Und wir haben uns dann in der zweiten Phase von CLIVET vorgenommen, diese ganze Begrifflichkeit der atmosphärischen Muster neu zu konzipieren. Jetzt bitte ich Sie um ein bisschen Geduld, denn wir fragen ja sonst immer, welche großräumigen Eigenschaften der Atmosphäre sind mit den regionalen meteorologischen Extremen in Sachsen verbunden. Und der Ansatz dazu ist, wir bestimmen zum Beispiel regionale Temperatur indirekt aus großräumigen Atmosphärengrößen. Also wir suchen sozusagen die Zutaten in einem Kochrezept und das statistische Verfahren, was dies bewerkstelligt, ist die multiple Korrelation. Nehmen wir jetzt erstmal so als Begriff hin. Und dann kann man also sagen, ich mache so eine Art Cocktail und den Cocktail, da schmeiße ich also vier verschiedene Sachen rein, relative Topographie, ein bisschen Tageslänge, die Feuchte und die Vorticity. Und mit diesen Größen, und die kommen jetzt aus meiner großräumigen Klimamodellierung oder auch aus der freien Atmosphäre, mit diesem Cocktail aus diesen verschiedenen Anteilen lässt sich zum Beispiel die Bodentemperatur gut beschreiben oder umschreiben. Und das ist der Sinn der multiplen Korrelation. Und wenn man dann man bietet also eine Reihe von Größen an und sieht, in welcher Kombination von verschiedenen Größen lässt sich eine lokale Größe beschreiben. Dieser Cocktail wird anders aussehen, wenn ich jetzt den Niederschlag bestimme, aber das waren jetzt die Größen für die Temperatur zum Beispiel. So, es sind also Muster der anderen Art und in der Lyrik der Meteorologen, haben ja unsere eigene kleine Fachlyrik, ist es also ein Prädiktant. Der Prädiktant ist die Temperatur, das, was vorherzusagen ist. Und der wird durch Prädiktoren, das sind also die Größen, die aus der Atmosphäre entnommen werden, wie eben relative Topographie, Tageslänge, relative Feuchte und so weiter, beschrieben. Die relative Topographie ist also ein Prädiktor. Der hilft uns, einen Prädiktanten, etwas, was es vorherzusagen ist, vorherzusagen. Gibt natürlich immer, wie gesagt, es gibt weitere, außer der relativen Topographie, die jetzt die Vorhersage verbessern. Und wir sind jetzt schon mal so an der Schwelle, wo wir anfangen, den Begriff des Musters neu zu deuten. Das ist eine Art von Ansammlung von Eigenschaften in der Atmosphäre. Ich muss es jetzt erstmal so wolkig in den Raum stellen, wir kommen noch ein bisschen dichter ran. Und das Sinnbild ist, so ein Muster sind die Kerben, wir haben also einen Schlüssel, der hat vier Kerben und die können unterschiedlich tief sein. So. Muster der anderen Art. Es geht jetzt mal um die regionale Klimavariable Temperatur. Das Bild ist nicht so ganz scharf, selbst von mir aus sehen Sie es unten ein bisschen schärfer, vermutlich nicht. In diesem Bereich angedeutet sollen sein, sagen wir mal, 50 verschiedene atmosphärische Größen. Das ist also die Temperatur und die Vorticity und die Feuchte und die relative Topographie und alle möglichen verschiedenen atmosphärischen Größen. Hier haben wir unsere regionale Klimavariable, sagen wir mal die Temperatur, die läuft hier über die Zeit und zappelt so lustig vor sich hin. Und das Ziel ist, mit einer Auswahl aus diesen Größen die regionale Klimavariable zu beschreiben. Und dann macht man etwas, das nennt sich Screening Regression, man sucht sich aus den Feldern welche raus. Wir nehmen gern vier Felder. Wenn man zu viele nimmt, hat man das Risiko, dass es dann statistisch nicht mehr stabil ist. Man sucht sich also die vier erfolgreichsten Felder sozusagen raus, die am besten in der Lage sind, diese lokale Klimavariable zu repräsentieren.
Und dann geht man daher und bestimmt für jeden Tag, wie groß denn wohl die Anteile gewesen sind. Also das war jetzt hier, sagen wir mal, unsere relative Topografie und das ist unsere Tageslänge und so weiter. Und jetzt bestimmt man für jeden Tag, wie groß die Anteile gewesen sind. Das ist also in diesem Teil hier zu sehen. Und ich habe den nochmal vergrößert, hervorgehoben. Man sieht also, am ersten Tag braucht man ein klein wenig Retop, ganz viel Tageslänge und so weiter, ein klein bisschen Feuchte. Und das wandelt sich über die Tage. Das ist also hier, sagen wir mal, der Anfang einer Zeitreihe, 15 Tage. Und an jedem Tag haben diese vier Einflussgrößen eine unterschiedliche Einstellung, um dann auf die Temperatur an diesem Tag zu kommen. Ist nur mal so eine schematische Darstellung, wie man sich das vorstellen muss. So. Aber es soll ja um eine Klassifikation gehen. Also im Augenblick haben wir ja nur festgestellt, wir haben vier Größen, die sind recht erfolgreich in der Lage, uns die Temperatur zu bestimmen. Und wir gehen aber noch weiter voran und wollen versuchen, da jetzt wieder Spezifika zu finden. So. Das Verfahren der Wahl ist ein Clusterverfahren. Die Variante K-Means sagt einigen von Ihnen vielleicht was. Das Prinzip ist, man sucht erstmal die maximal unterschiedlichsten Fälle. Ich gehe also nochmal, und es geht einen zurück. Man sucht die maximal unterschiedlichsten Fälle. Das könnte hier so ein Kandidat sein, wo der eine ganz lang ist. Und das könnte hier ein Kandidat sein für einen anderen. Der ist ganz maximal unterschiedlich, weil gerade dieser Anteil an dem Tag besonders groß ist und der Rotanteil fast verschwunden ist, der zu diesem Prädiktor gehört. Man sucht sich also die, die sich maximal unterscheiden. Dann, das ist das klassische Vorgehen von so einer Cluster-Methode. Und dann guckt man zu jedem Tag, zu welchen von den 10 maximal unterschiedlichen passt der denn am besten. Und auf diese Weise gewinnt man Klassen. Die haben wir hier in einem Diagramm dargestellt, wo ziemlich viel drin steckt. Dieses Diagramm ist also so eine Art Steckbrief der 10 entstandenen Klassen. Es gibt einen weißen Balken, der ist hier manchmal ganz klein und wird hier ein bisschen größer und da ein bisschen größer. Und die rechte Achse bezieht sich auf das, was dieser weiße Balken darstellt. Und der sagt uns was aus, wie viele Tage dieser Klasse zugeordnet wurden. Dann gibt es einen, es gibt also auch so ein Börsendiagramm, so ein kleines schwarzes Stück Grafik hier, was uns anzeigt, welcher Wertebereich war denn das. Also es ist eine Temperatur, sagen wir mal in der ersten Klasse, wurde eine Temperatur von 15 bis 17 Grad, hier ist der Mittelwert der Klasse, wurde gefunden. In der zweiten Klasse waren es dann eben 23 bis etwas über 30 Grad und so weiter. Der blaue Balken sagt etwas aus, wie viel das 95 Perzentil innerhalb der Klasse ist, also sozusagen ziemlich dicht am Maximalwert der Klasse, wie 95% der Werte der Klasse, welchen Wert das als Temperatur gehabt hat. Und dieser kurze Strich hier unten sagt noch was aus über die Streuung innerhalb der Klasse. Nur so als Zusatzangabe. Man kann also erstmal sehen, ist eine Klasse durch zahlreiche Mitglieder vertreten oder durch nur ganz wenige, das sagen diese Balken, und welcher Wertebereich steckt denn in so einer Klasse eigentlich drin? Das ist hier immer durch diesen senkrechten und waagerechten Strich gezeigt. Es fällt schon mal auf, dass es sehr schön getrennte Wertebereiche gibt, also eine Klasse, in der sich nur Tage versammeln, die zwischen 25 und 30 liegen, hier noch eine Variante davon, und jede Klasse ist ja aufgrund von einer bestimmten Anordnung von den Prädiktoren entstanden. Immer nochmal. Das war immer die Grundlage zu den einzelnen Klassen. So. Wir hatten früher schon, wenn wir uns das angeguckt haben, als Gegenbeispiel mal, wenn man Hess-Brezowski-Klassifikation verwendete und jedes dieser kleinen Diagramme hier drin ist also eine von den Hess-Brezowski-Zirkulationsmustern. Und da hat man mal geguckt, welche Temperaturen sind denn an den Tagen, an denen das Muster Nummer 1 gewesen ist. Und man sieht schon, besonders gut getrennt ist das nicht. Also zum Beispiel die 15 Grad, die kann in sehr vielen verschiedenen Klassen drin sein bei Hess-Brezowski. Und wenn ich nochmal hier zurückgehe, da haben wir schon zumindest in den ersten Klassen relativ deutlich getrennte Bereiche. Will sagen, wir haben also irgendwie eine Chance, dass wir hier Extreme beim Wickel kriegen. Die sind selten, es gibt nur relativ wenige. Und die Wertebereiche sind recht gut voneinander getrennt.
So, was wir also gemacht haben, wir suchten nach Größen, die kommen aus den großräumigen atmosphärischen Zirkulationsmodellen und suchten damit regionale meteorologische Variablen zu beschreiben. Der wichtigste Prädiktor, um das mit der Maximumtemperatur gut hinzubekommen, ist die relative Topographie. Wenn wir da jetzt einen Korrelationskoeffizienten ausrechnen, das ist die Einfachkorrelation, indem wir nur den hier benutzen, je nach Jahreszeit zwischen 0,7 und 0,9. Wenn wir alle vier verwenden, liegen wir bei 0,9 oder sogar darüber. Also es ist schon eine sehr gute Beschreibung, eine indirekte Beschreibung der Maximumtemperatur. Beim Niederschlag sieht es nicht mehr ganz so gut aus, aber wir waren schon überrascht, dass wir in Korrelationskoeffizienten kommen zwischen 0,4 und 0,5, wenn wir nur den stärksten nehmen. Der stärkste ist in dem Fall die Einstrahlung. Und wenn wir mehrere verwenden, dann sind es 0,5 bis 0,65, was für den Niederschlag eigentlich schon eine ganz überraschend hohe Korrelation ist. Also es sind natürlich andere Größen verantwortlich dafür, um den Niederschlag zu reproduzieren. Einstrahlung hauptsächlich darüber, wo Wolken sind, gibt es auch Niederschlag zum Beispiel. Geopotentialgradienten ist klar, also es ist wichtig, ob wir in der Nähe eines Hochs oder eines Tiefs sitzen. Die Vorticity selber, also die Stärke des Tiefs, auch nochmal eine der Größen, die verantwortlich sind für den Niederschlag. Wir haben uns dann im Rahmen von Klamuco Extremindikatoren vorgenommen. Die wurden also abgesprochen mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Das sind insgesamt 30 Stück, die will ich gar nicht alle vorlesen. Aber es war also so, dass wir uns nicht einen kompletten Satz von 200 oder was man da machen könnte an Extremindikatoren vorgenommen haben, sondern eine Auswahl, die jetzt auch noch eine Relevanz für Sachsen hat. Da gibt es ein paar kombinierte, die vielleicht ganz interessant sind, wie niederschlagsreiche kalte Tage. Das sind also welche, die fallen in die niederschlagsreich, also in die obersten 25% des Niederschlags, 25 von allen Tagen die obersten 25%, und gleichzeitig ist die Temperatur in den untersten 25%. Dann gibt es noch niederschlagsarme warme Tage, trockenwarme Tage, da ist das eben umgekehrt, da ist der Niederschlag besonders in den untersten Vierteln und die Temperatur im obersten Viertel. Das sind so kombinierte Maße, wie sie auch von der WMO gern benutzt werden. Hier habe ich mal dieselben 13 mit Varianten Extremindikatoren aufgeführt, gleichzeitig Angaben dazu, wie die Einfachkorrelation nur mit dem stärksten Prädiktoren ist und wie die multiple Korrelation ist. Dazu noch, ob das ein Ereignis ist, was für sich schon relativ selten ist. Insgesamt sind es irgendwie 7200 Tage gewesen, die wir analysiert haben, der prozentuale Anteil und wie häufig es pro Jahr so vorkommt, dass diese Überschreitungen stattfinden. Etwas deutlicher hervorgehoben, sobald eine Korrelationskoeffizient von in der Größenordnung 0,4 in der Größenordnung ist, dann haben wir dem Ganzen einen Balken gegeben und wenn es über 0,5 ist, dann habe ich die Zahl nochmal eingekringelt. Man sieht also, beim Hochwasser hätte man eine relativ gute Chance, also 0,4, 0,5 ist da auch schon ein relativ hoher Korrelationskoeffizient. Heiße Tage, Eistage haben eine Chance. Bei Spätfrösten oder Starkwinden im Sommerhalbjahr sieht es nicht ganz so gut aus, aber Starkwinde im Winterhalbjahr oder auch Schwüle, das ist ein Wert, wo der Dampfdruck, wo der Dampfdruck über 19 Hektopascal liegt, ist auch eine WMO-Konvention, das so anzusetzen. Da liegen wir auch in einer Größenordnung, die ganz akzeptabel ist. Niederschlagsreiche, kalte und besonders niederschlagsarme, warme Tage haben auch eine gute Chance, mit diesem Klassifikationsverfahren gefasst zu werden. So, aber wir wollen ja in die Zukunft gehen. Im Augenblick haben wir das Ganze ja nur gemacht, um das Modell erstmal zu generieren und haben die Prädiktoren mit in der Gegenwart ermittelt. Und dann haben wir uns eine Projektion eines globalen Zirkulationsmodells vorgenommen, in dem Fall ECAM 5, Lauf 1, Szenario A1b. Und haben diese Konfigurationen von den Ausschlägen der verschiedenen Prädiktoren wieder erkannt. Also wir haben für jeden Tag geguckt, wie hoch sind die denn, und haben dann auch eine Wiedererkennung gemacht und haben einfach geguckt, wie stark entwickeln sich denn diese Klassen. Sind die Klassen, die, sagen wir mal, mit hohen Temperaturen verbunden sind, nehmen die in der Zukunft ab oder nehmen die in der Zukunft zu? Und ich habe hier zwei Beispiele aufgeführt, einmal die trockenwarmen Tage. Und um jetzt aus
dieser Klassifikation eine Aussage für die Zukunft zu machen, dann muss ja eine Art doppelter Effekt eintreten. Also es muss gleichzeitig vorhanden sein, dass diese Klasse einen Zunahmetrend hat, wenn man was darüber aussagen möchte, und die Klasse muss gleichzeitig auch überhaupt in sich Tage vereinigen, an denen das überhaupt relativ häufig ist. Also wenn hier ein relativ hoher Wert drin steht, dann heißt es, es ist immer ein hoher Stationsanteil, an denen dieses Kriterium hier regional übertroffen wurde. Wenn hier eine Null steht, dann ist das eine Klasse, in denen sich Tage versammeln, in denen dieses Kriterium nicht eingetreten ist. Und es gibt eben ein paar Klassen, bei denen gleichzeitig ein Zunahmetrend zu verzeichnen ist und auch dass die Klassen dafür stehen, dass in ihnen sich Tage versammeln, wo die trockenwarmen Klassen relativ häufig sind. Das sind eben die Klassen, die ersten beiden, die durch sehr starken Anteil, fühle mich unschuldig. Die hier in der Mitte ist auch noch ein Kandidat. Die Klasse 7 wäre im Grunde ein Kandidat, aber wie man sieht, die verändert sich in der Zukunft nicht so stark. Die Klasse 8 ist auch noch ein Kandidat, der wiederum ist dadurch charakterisiert, dass er durch nicht so viele trockenwarme Tage gekennzeichnet wird, gibt auch einen Beitrag. Und die 10. Klasse, die sehr starke Abnahmetendenz hat, wiederum hat keine sonderlich hohe Relevanz bezüglich der trockenwarmen Klasse. Also die Tage, die sich in dieser Klasse befinden, sind nicht wirklich trockenwarm und deswegen tragen sie zu einer Zukunftstendenz nicht bei. Ich habe das Ganze noch für ein zweites Beispiel, das sind die Tropennächte. Da ist insgesamt die Korrelation, Tropennächte sind ja die Nächte, wo es nicht unter 20 Grad zurückgeht, die Temperatur. Da ist die Korrelation relativ niedrig, schon mal allgemein. Also Tropennächte sind eine Größe, die schwer zu fassen sind. Und dann noch Klassen zu finden, die sowohl zunehmen als auch in sich sehr viele warme Nächte vereinigen, gibt es nicht sehr viele. Und da würde man sagen, also es ist ein schwacher Zunahmetrend bei den relevanten Klassen. Und die anderen Klassen, die können sich verhalten, wie sie wollen, die tragen im Grunde überhaupt nichts dazu bei. In denen stecken nicht sehr viele Tropennächte drin. Also hier würde man sagen, schwacher Zunahmetrend, sehr schwach und nur wenig belastbar. Und wenn man das mal macht für diese 13 Klimaindikatoren, die wir so untersucht haben, ich fühle mich nach wie vor unschuldig an dem Krach, dann ist das so, dass wir, wenn ich hier was rot gekennzeichnet habe, dann haben wir durch diese Untersuchung in dem Klimamodell deutliche Zunahmen gesehen. Wenn es gelb gekennzeichnet ist, gibt es zwar Zunahmen, aber die sind nur wenig belastbar, so wie ich es eben bei den Tropennächten gezeigt habe. Und wenn es blau gekennzeichnet ist, dann zeigen sich da zukünftige Abnahmetrends. Und man sieht schon, also man kann durch die Anwendung dieses Verfahrens auf die Zunahme von extremen Trockenperioden was sagen, heiße Tage, die Schwüle, die niederschlagsarmen warmen Tage und die Größen wie Hitzewellen, Starkwind im Winterhalbjahr, Tropennächte haben eine Zunahme, aber diese Zunahme ist nur mit wenig Belastbarkeit versehen. Abnahme ist, sollte man vielleicht auch erwarten, der Indikator Eistage, wenn wir insgesamt eine Klimaerwärmung haben, dann würde es uns wundern, wenn da nicht auch die Eistage dann zurückgehen. Genauso die Spätfröste und die niederschlagsreichen kalten Tage, die aufgrund der Abnahme der kalten Tage auch insgesamt zu einer Abnahme führen. Und wenn das hier weiß ist, dann müssen wir mit den Schultern zucken und sagen, an den Stellen ist man mit diesem Verfahren nicht in der Lage, eine Aussage zur Zukunft zu machen. So, jetzt könnte ich aufhören, aber ich habe noch einen weiteren Bereich, wo ich mal zeigen möchte, welche Herausforderungen auch in dem Ganzen stecken und dass das eben nicht nur dazu führt, dass wir hier mit dem Verfahren Resultate, die in ähnlicher Weise nutzbar sind, liefern können. Die Herausforderung war in dem Fall der Schwerpunkt Luftqualität und da ging es darum, dass der Prädiktor, Schwellüberschreitung von NO2, O3 und PM10, also Ozon und PM10 gewesen ist. Wir haben das Manko, es gibt relativ kurze Zeitreihen, bei PM10 erst ab 2004. Wir haben außerdem bei der Luftgüte lokale Effekte und Sie erinnern sich, mein Klamuco-Verfahren setzt ja darauf an, dass es großräumige Strömungsverhältnisse sind und die sind eben nur zum Teil ausschlaggebend für die lokalen Effekte, die sich bei der Luftqualität
einstellen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, speziell wenn ich dann in die Zukunft gehe, die Atmosphäre erklärt ja nur einen Teil dessen, was die Luftgüte ausmacht. Die Zukunftsentwicklungen von Technologie und Gesetzgebung sind da genauso wichtig. Also wir können durch eine geschickt getroffene Maßnahme all das überkompensieren, was durch die Atmosphäre passiert. Deswegen denke ich immer, man sollte also die Untersuchungen bezüglich der Luftqualität eher wie eine Art Potenzial, also bei den atmosphärisch sich ändernden Bedingungen, und wir lassen jetzt mal alle technologischen und gesetzlichen Randbedingungen gleich, bei denselben atmosphärischen Bedingungen würde sich was einstellen. Erstmal kurz zu den Gegenwartstrends. Wir hatten 36 Luftgütestationen in Sachsen zur Analyse. Wir sehen also, das hier sind die NO2 mit 100 Mikrogramm pro Kubikmeter, das ist NO2 mit 200 Mikrogramm pro Kubikmeter, das ist das PM10, der Feinstaub in der Luft, das ist das Ozon. Wir sehen also eine leichte Zunahme der Tage mit den Schwellwertüberschreitungen 100 Mikrogramm NO2. Bei den stark NO2 belasteten Tagen ist es ja fast ein Gleichbleiben über die ganze Zeit. Was Ähnliches würde ich beim PM10 aus dieser Darstellung sagen, wiewohl wir natürlich relativ wenig Stützstellen hier drin haben. Beim Ozon könnte man eher noch sehen, dass es eine Abnahme zu verzeichnen gibt. Und wenn wir jetzt in die Zukunftsbeschreibung reingehen und machen das ähnlich, wie ich es Ihnen vorhin schon mal mit den trockenwarmen Tagen gezeigt habe, und suchen also Tage, in denen gleichzeitig ein ausgeprägter Trend in einer Klasse zu sehen ist und gleichzeitig auch sollte diese Klasse deutlich mit positiven oder negativen Änderungen assoziiert sein, dann sieht das auch ein wenig ernüchternder aus. Da gibt es eben ein paar Klassen, wo das funktioniert. Ich habe hier als mal ein Beispiel, da gibt es also eine Klasse, die sowohl mit relativ hohen, in dem Fall Schwellwertüberschreitungen von Ozon verbunden ist und die auch gleichzeitig eine Klimaentwicklung hat, die in Resonanz dazu ist. Und ähnliche Resonanzen gibt es bei einigen anderen Klassen von anderen Klamuco-Klassifikationen. Und als Fazit, was haben wir gefunden? Es gibt geringe Korrelationen, die sind nachvollziehbar, aber sie sind nicht sehr stark zwischen der großräumigen Atmosphäre und den Schadstoffen, weil ja, wie gesagt, andere lokale Effekte auch noch eine Rolle spielen. Die zeitliche Entwicklung für einige Klassifikationen ist erkennbar, aber eben nur für einige Klassen. Die Überlastbarkeit ist nicht immer hoch und wir haben noch ein Stück Weg vor uns, den wir gehen wollen. Jetzt nochmal zum Kliwet, das letzte Folie, die ich hier zeige. Es ist ein umfangreiches Vorhaben. Wir haben die Schnittstelle Klimawandel und Klassifikation von Atmosphärenzuständen. Man kann ja schlecht dann noch von Zirkulationsmustern reden und Extremen. Es wird als Input benutzt, GCM-Ergebnisse. Wir umgehen alle Regionalisierungen, sondern wir versuchen, eine Verbindung aus der großräumigen Zirkulation zu den lokalen Extremen herzustellen. Beim Wissen um die Änderungen, also was wir bis jetzt im Laufe der Zeit, im Laufe von anderen Vorhaben herausgefunden haben, wissen wir zum Änderung des mittleren Klimazustands schon relativ gut Bescheid. Da werden die Korridore immer enger. Bei den Extremen ist es vielfach Neuland. Und wir müssen halt sehen, dass Untersuchungen auf welchen Sektoren, ja, bei welchen Extremindikatoren so ein Potenzial davon besteht, dass man diese Zukunftsaussagen machen kann, dann kann man auch was zur Belastbarkeit der Aussagen sagen. Es gibt im Augenblick eben noch einige Größen, zu denen nicht viel belastbar gesagt werden kann. Und das hat eben auch was damit zu tun, wie wir die Kommunikation von Klimafolgen betreiben. Nämlich, dass wir auch immer darauf hinweisen, dass es Größen gibt, wo die Belastbarkeit der Aussagen noch nicht stark genug ist, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich denke auch für die Einhaltung der Redezeit. Umfangreiches Thema, Fragen dazu. Bitte, Herr Schönwiese. So, bei Korrelationsanalysen stellen sich ja immer eine ganze Reihe von Fragen. Bei dieser multiplen Korrelations-Regressionsanalyse nehme ich an, das war eine lineare.
Multiple. Erste Frage, sind Sie sicher, dass die Beziehungen eine Linie sind oder warum nicht in der Architektur die Säure sitzen? Wäre die nächste Frage ist der nächsten Frage. Zweitens, haben Sie sich angesehen für die vergangene Korrelation in Zahlen oder es da deutliche Änderungen gibt? Also wir haben, geht das noch? Ja, wir haben für die, also schönen Dank, Herr Schönwesen, für den berechtigten Einwurf. Wir haben in der Tat lineare Korrelationen angewendet. Es ist, jetzt muss ich ein bisschen philosophisch werden, wenn ich nur Mutmaßungen über die dahinterstehenden Prozesse anstelle, mache ich, glaube ich, wenn ich eine lineare Korrelation mache, immer noch den geringsten Fehler. Das Naturgesetz, was mir eine siebte Potenz beschert, die dann vielleicht ganz toll reinzufinden ist, das muss ich erstmal finden. Oder eine umgekehrte 1 durch x-Funktion oder so. Und deswegen denke ich, also jetzt mal rein philosophisch, bin ich mit der linearen Korrelation sozusagen auf der sicheren Seite, weil ich ja versuchen will, damit ein Naturgesetz, über was ich nicht ganz genau Bescheid weiß, zu beschreiben. Also das ist für mich immer ein starkes Argument, auch wenn es vielleicht höhere Momente Korrelationen besser machen, aber die lineare Korrelation ist eine sinnvolle Vereinfachung. Ich gehe einfach ein Stück zurück, oder? Eins, zwei, ja. Das Zweite war, wir haben in der Tat bei diesen Untersuchungen nicht weiter in der Vergangenheit zurückgeguckt, ob das auch jetzt in dem Sinne statistisch stabil ist. Ein klein wenig haben wir es gemacht bei den, wir haben es ja gesehen jetzt hier bei den Luftschadstoffen, da war ja schon zu sehen, dass auch in der Gegenwart bereits Trends drin sind und dass man da also nicht von so einem Plateau, nicht bei allen Größen ausgehen kann. Das haben wir schon gemacht, aber ganz konsequent für alle Größen haben wir es nicht gemacht. Gut, weitere Fragen. Jörg? Danke. Ob ich an den Doch die Frage, inwieweit unter Umständen ein Ansatz eine erfolgreiche Konkurrenz sein könnte. Ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben, nicht. Ich wiederhole es nochmal. Die Frage ist, ob ein grundsätzlich anderer mathematischer Ansatz, nämlich mit neuronalen Netzen zu arbeiten, anstelle der linearen Regression hier eine Chance hätte. Weil ich habe ja statische Parameter und ich habe dynamische Parameter. Und es gibt gegenseitige Abhängigkeiten. Also das Herzstück davon ist ja eigentlich gar nicht so sehr die, also na gut, es gibt eigentlich zwei Herzstücke. Das eine ist die lineare Regression, mit der wir die Größen bestimmt haben, die wichtig sind, um einen Prädiktor, einen Prädiktanten zu beschreiben. Aber die zweite ist ja dieses Klassifikationsverfahren durch eine Clusterung. Und das ist eine Erfahrung aus der COST-Aktion, dass Clusterverfahren und neuronale Netze am Ende, wenn man sie sehr weit gedeihen lässt, sogar zu identischen Resultaten führen. Also sozusagen indirekt und durch die Hintertür kriegen wir nicht viel was anderes raus, als was auch ein neuronales Netz rausgefunden hat. Das ist eine methodische Spezerei von Clusterungsverfahren. Da könnte uns der Herr Jakobait was erzählen, der macht dann morgen zu dem Thema einen Vortrag. Aber das ist im Grunde, wir hatten die auf dem Schirm und dann gibt es noch ein drittes Argument, das ist eben, wie umfangreich darf ein Projekt sein? Also wenn ich einen Antrag schreibe und schreibe da nicht zwei, sondern drei Verfahren rein, dann heißt es, da können es nicht vielleicht auch zwei sein. Und da fiel das neuronale Netz hinten runter, weil wir im Hinterkopf immer hatten, wir kriegen nicht viel was anderes raus, als wir mit einem Clusterverfahren auch rausbekommen. Ich schaue mich um, es gibt keine weiteren Fragen. Ich habe eine ganz einfache, wie habt ihr Hochwassertage definiert? Da ging es darum, ist ein in der Hydrologie wohl recht verbreiteter Ansatz, drei Tagesniederschlag zu verwenden als eine Art Trigger für Hochwasser. Das war das Proxy, was wir eingesetzt haben. Welche Grenzwerte dafür? Also mein Drei-Tages-Niederschlag ist erstmal eine Größe, die man gut bestimmen kann, aber es geht die Frage, ob es ein Hochwasser auslösender Niederschlag ist ja schon ein bisschen was anderes als eine Summe von drei Tagen. Also ja. Ich kenne also ja einiges in der Hydrologie, aber die Definition ist mir jetzt neu. Okay. Da reden wir nachher drüber. Genau, das sollten wir vielleicht. Da fällt der Name Kreinkamp. Ja, okay. Ja. Ist schon klar. Okay.
Gut, dann vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich denke, wir kommen jetzt zum